der eigentliche Vorteil bei dieser Lampe ist an sich die zwei verschiedenen Lichtquellen, die eingebaut sind. Ganz klar, Tageslichtlampe, wie der Name schon sagt, habe ich einmal die Möglichkeit, eine Farbtonbeurteilung, eine Farbtonkontrolle mit Tageslicht vorzunehmen oder Tageslicht ähnlich. Die Tageslichtfunktion an sich hat drei verschiedene Helligkeitsstufen, ja, Medium und ganz hell. Ja, das hat den Vorteil, dass ich auch verschiedene Farbtöne damit wirklich bedarfsgerecht ausleuchte. Also habe ich einen dunklen Farbton, brauche ich ein bisschen mehr Licht. Habe ich einen stark reflektierenden Farbton, wie zum Beispiel ein High Metallic, habe ich ein bisschen, kann ich mit der Intensität zurückgehen, um da auch wirklich den Farbton besser beurteilen zu können. Der weitere Vorteil, und das ist eigentlich das, was die Lampe ausmacht, was so in der Form die anderen Lampen von anderen Herstellern nicht haben, ist die zweite eingebaute Lichtquelle, dieses sogenannte Kunstlicht. Kunstlicht oder auch gesagt kein Tageslicht, wie zum Beispiel Abenddämmerung, Tankstellenlicht, wo ich verschiedene Farbtemperaturen habe, zeigt mir doch ganz klar eine Metamerie bei Unifarbtönen. Ja? Einmal nochmal zum Gleich, Tageslicht, das ist dieses Kunstlicht. Was eben unter Tageslicht die Farbtöne, die beiden sehr, sehr ähnlich waren, ist jetzt natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu sehen. Und das kann ich halt mit einer einfachen Tageslichtlampe in der Form nicht erkennen. Eine weitere Entscheidungshilfe, die dadurch gegeben ist, ist wirklich, wenn ich zwei Varianten zur Auswahl habe, die prinzipiell gut sind, ja, wenn ich fürs Einlackieren entscheide, die eine Variante ist vielleicht ein bisschen heller, die andere ein bisschen gröber oder wie auch immer. Aber allein durch das Kunstlicht sehe ich dann doch schon wieder stärkere Unterschiede. Und das macht die Lampe aus.